So, hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder, wie jeden Sonntag, hier vom fünfarmigen Wegweiser mitten aus dem Thüringer Wald. Ja, heute ist ja dieser legendäre 22. September und wir schauen mal, wer sich heute so im Thüringer Wald verlaufen oder verirrt oder auch nicht verirrt hat. Ja, weil wir das ja festhalten für die Nachwelt, die ja uns fragen wird, was habt ihr für uns getan, damit alles so schön grün geblieben ist. Ne? Also, wir schwenken mal in die Runde und schauen mal, wer sich heute hier am fünfarmigen Wegweiser eingefunden hat. Aber es ist schon komisch, dass die Thüringer so ein bisschen fernsehscheu sind, ne? Auf der einen Seite wollen sie ja in der ganzen Welt präsent sein. Ich meine, ich habe sie in San Francisco erlebt, wie sie sich da unterhalten haben über die Entdeckung der Welt. Und wenn man sagt, wir zeigen uns auch mal der Welt, werden die Thüringer plötzlich ganz, ja, ganz vorsichtig, ne? Komisch, oder? Nee? Ist auch wie mit jeder neuen Erfindung. Als das Telefon erfunden wurde, da waren die Leute ganz ängstlich, haben dieses Teufelszeug gehalten. Und heute hat jeder so ein Ding in der Tasche. Und die Bäume sind immer noch grün. Ja, genau, darum machen wir das ganze Jahr. Dass wir sagen, wir wollen die jungen Leute, also möglichst frühzeitig, was sie ja auch machen, in den Wald führen, um einfach zu zeigen, da kommen wir irgendwo her, also aus früherer Zeit, und haben nur vergessen, wie das funktioniert mit dem Wald. So, mit der Wi-Fi-Verbindung, das klappt heute immer noch nicht so, sonst könnte man nämlich hier live senden. Heute habe ich auch so ein schickes Teil dabei. Das ist zwar jetzt keine so super Auflösung wie beim letzten Mal. Das ist jetzt so ein Tablet-PC. Der funktioniert ja ähnlich wie ein Smartphone, ne? Also mit denselben Funktionen. Man könnte sich jetzt überall, wo WLAN ist, könnte man sich einwählen und könnte also seinen Bericht abgeben, was man denn so sieht und hört. Hier aus dem schönen grünen Thüringer Wald. Ja, und wie beim letzten Sonntag auch, es sind wieder viele, viele Radfahrer unterwegs, Fußgänger unterwegs und ja, Leute aus allen Himmelsrichtungen kommen hier am fünfarmigen Wegweiser an und ja, geben sich ja die Klinke in die Hand, mehr oder weniger. Und die Sonne lacht. Ja. So. So schnell gehen 3 Minuten um und das müsste einfach mal reichen für diesen Report. Tschüss!